Hallo Ludi, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Crusader Kings 3 hier auf GenX Reloaded. Tobi bin ich und wir sind zurück in Angria, endlich wieder. Und sehen hier König Virik, der ein wenig durch seine Landen schwadroniert, um ja, sich ein wenig zu entspannen von den Aufregungen. Das Duell hat ihn hart mitgenommen, wie man sieht, er ist immer noch verwundet. Und ja, er hofft natürlich, dass diese Niederlage, die er da einstecken musste, dass dies seiner Reputation nicht zu sehr schadet. Und ja, wir schauen einfach mal, wie diese Folge läuft und hoffen, dass man sich nicht über ihn lustig macht, über den mächtigen König. Ja. Ansonsten hat er halt nicht viel zu meckern, ne? Es geht ihm gut. Also was heißt, außer halt seine Verletzung. Aber sonst geht es ihm gut. Seine Frau liebt ihn. Und dem Reich geht es recht gut, kann man sagen. Und so, können wir eben kurz gucken hier. Ja, hier ist nichts wichtig, also jetzt nicht so wichtiges. Ja. Und ja, es steht ja immer noch im im Raum, dass er Polaben übernimmt. Wir könnten uns hier erstmal das ganze Herzogtum holen. Wir müssen aber erst noch mal gucken, wie das jetzt gerade bei den Fraktionen aussieht. Wird das Königreich von Angria? Mein Cousin. Ja, das Problem ist, dass ich ihn auch nicht... Ich kann den Titel nicht wegnehmen. Es wäre Tyrannei. Deswegen... Ja, wegen... Ja, den Graf Fortun beeinflusse ich gerade noch oder versuche ich zu beeinflussen. Deswegen, ich warte mal noch ein bisschen. Aber auch nicht mehr zu lange, weil irgendwie muss das ja auch mal jetzt in die Puschen kommen. Virik ist jetzt schließlich auch nicht mehr der Jüngste. Ist 43 und wenn man sich das nochmal anguckt, wir gucken auch nochmal. Kann man ja am besten hier so, wenn man auf Kriegerkern gehen, auf die Ansprüche und das Herzogtum. Das würde ja das Reich schon um einiges vergrößern wieder. Und ja, das wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Ja, das Kirchenoberhaupt würde da wahrscheinlich nicht so begeistert von sein, weil Polaben, der König von Polaben, König Aaron, ist ja auch Katholik. Und das mögen die ja nicht so gerne. Aber da müssen wir dann mal gucken. Also. Ja. Oder ich mache das jetzt schnell. Also theoretisch könnte das ja relativ schnell gehen. No. Und ja, ich lasse kurz laufen. Huch, was passiert? Gräfin Spisnina Baronis Sepridica. Ich habe das Artefakt lavendelfarbener Jade-Anhänger an Herzog Johann. Achso, das war nach der Niederlage. Ja, ja. Erfolgreiche Wundbehandlung, ihr verläuft die Eigenschaft verwundet. Super, hätte ich mal noch eine Sekunde gewartet, das letzte Mal. Ja. Der Orden von Calatrava breitet sich weiter aus. Gut. Ja, ich hatte ja letztens direkt nach dem Duell aufgehört. Wenn ich mich recht erinnere. Schon wieder Hofpracht verringert. Königin Uda erhielt die Eigenschaft schwanger. Oh, sehr schön. So. Das Problem ist, wenn wir hier zu lange warten, hat er vielleicht nachher noch einen Verbündeten. Und das wäre natürlich nicht so gut. Graf Fortun, der Zweite, hat 25 Meinungen von mir erhalten. Ja.
Eine Fraktion, die sich hat sich aufgelöst. Und mein Ratsmitglied Walbert ist verstorben. Ist beim Hustenanfall erstickt. Ach du Schreck. Okay. Dann müssen wir mal gucken. Ratsmarschall, wen haben wir denn hier? Der ist aber 3 Punkte schwächer. Aber es wäre natürlich für seine Zufriedenheit ganz gut. Können wir kurz gucken. Ja, aber ich mach das einfach mal. So. Was war hier jetzt noch? Sivana Ludolfinger kann heiraten. Infant. Was für ein Ding? Hermenexildu. Hermenexildis von Galizien. Was ein Name! Was ein Name! Galizien müsste ja irgendwo. Genau. Nö. Spanien, das ist aber zu weit weg. Das, so weit weg möchte ich die eigentlich nicht verheiraten. Orden von Calatrava, ja, das wäre doch gut. Götke von Wettin. Von Sardinia. Sardinien wahrscheinlich. Ist dann Italien. Auch ganz schön viele Leute. Sardinien, sag ich ja. Würde sogar matrilinär heiraten. Dann machen wir das mal. So. Also gerne nehme ich die vorgeschlagene Heirat an. Eure Halbschwester Sivana und mein Halbbruder Götke gehen den Heiligen Bund der Ehre ein, Ehe ein. Möge das St. Brigida einen Bund segnen. Diesen Bund segnen. Gezeichnet Großmeister Kersten vom Orden von Calatrava. Okay. Sehe schon wieder. Wie viel könnten wir denn kriegen? 475 ist ja gar nicht mal so schlecht. Aber brauchen wir auch nicht, ne? Hier waren wir irgendwo. Hatten wir gebaut. Kostet 225. Dann bauen wir das mal aus. Gut. Ja, lassen wir kurz laufen. Höflinge haben Hofeigenschaften erhalten. Floribert, Sivana, Ludolfinger und 5 andere. Imposantes Redevermögen. Herr Fürstbischof Saxo gewann 5 Jahre lang 30 Meinungen von mir. Sehr gut. Jetzt schon 2. Dietrich plus 23. Minus 17. Ja, ich denke. Schon und Rauch. Mit dem Kind in den Armen schaut König Oda zu mir auf. Erhobenen Hauptes und mit stolzem Blick. Mein Schatz, lasst ihn uns Wirig nennen nach euch. Eine prächtige Idee. Wirig soll es sein. Wir nennen unser Kind Wirig. König Oda gewinnt 15 Meinung von mir. Gut. Ja, warum nicht? Warum nicht?
So, kann ich hier noch irgendwas? Ich könnte wieder auf eine Jagd gehen. Aber warum ist das so teuer? Muss ich dem... Nee. Ja. Und wie viel ist denn noch rot bei mir? Kann ich eben kurz hier gucken? Ich muss ja nicht nur... So viel nicht mehr, ne? Das komplett ist beendet. Bin auf der Herrscher gewonnen. Krieg, euer Nachbar. Eure Nachbarin Großfürstin Udola hat einen Krieg gewonnen. Der Verlierer Großfürst Vishata von Halitsch. Religionskrieg um Grafschaft von Luif. Okay. Ne, Lviv. Lviv. So, Graf Fortin ist beeinflusst. Alles klar, dann ist das beendet. Dann können wir hier uns um Ender kümmern. 95% ist Erfolgschance. Okay. Alles klar. Ja, wir können mal einen Bildungsvorzug freischalten. Zurückhaltung. Krankheitswiderstand, Gesundheit, massiver Bonus. Dann machen wir das mal. Ist doch gut. Ist doch gut. Huch. Noch mehr geschätzte Diplomatenhöflinge. Sivana, Sarah und... Noch ein paar andere, fünf andere, um genau zu sein. Und warum wird hier... Okay. Ich würde sagen. Warum sieht denn das hier jetzt so komisch aus? Was ist hier schon wieder? Mann, 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 Mann. Ja, ich würde sagen. Mehr Kontrollengemeinde in Braunschweig erledigt. Sehr schön. Noch da oben in Schleswig. Ja, dann soll er das noch machen. Das ist noch jetzt ein knappes Jahr. Das sollte ja. Rotislav lehrte Markus die lechische Sprache. Okay, danke. Mein Ratsspezialist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand schmiedet ein Komplott, um eine Person zu ermorden, und zwar meinen Höfling Eglantine. Schon wieder mal. Wir müssen Übeltäter finden. Vasall wurde gefangen genommen. Vasall Graf Matthias von mir wurde gefangen genommen. Und zwar war dies meine Vasallin Gräfin Suanhilde. Nachdem diese die Schlacht von Göttingen gewonnen hatte. Gelungen. Okay, okay, okay. So, ich darf aber auch nichts mit brodelnden Hut. Ja, ihr seid der König. Aber ihr seid außerdem ein aufgeblasenes Schwein, das seinesgleichen sucht. Seinesgleichen sucht. Dass mein Höfling Hans so grundlos in Wut ausbricht, kommt aus heiterem Himmel. Zugegeben, er hat derzeit wirklich alle Hände voll zu tun. Aber ein solches Verhalten, dass sogar er Probleme hat, das beruhigt mich ungemein. Verliere 28 Anspannung. Das ist doch gut.
Ich muss hier das echt im Auge behalten. Herzogin Ender hat 25 Meinungen von mir. Das ist auch schon wieder was. Niedrige Haltbarkeit. Sei gegrüßt, meine heitere Lenzia. Ich bin in Wölpe angekommen, um euch zu huldigen. Glorreicher König, als Zeichen meiner Treue. Ich bringe euch teure Geschenke, die euer Majestät würdig sind, als Zeichen meines guten Willens und meiner Dienstbeflissenheit. Okay, führt Prinz Marian sofort herein. Ich warte geduldig auf meinen Thron, auf die Ankunft von Prinz Marian, der mir auch schon bald angekündigt und präsentiert wird. Er kniet ehrerbietig nieder, während Gesinde seine Geschenke in Form von Gold und Kostbarkeiten herbeischaffen. Der Eid wird geleistet und Schreiber halten seine Schwüre fest, dem Reich dienen zu wollen. Die Dinge laufen von Anfang an nicht gut. Prinz Marian ist ein spannender Fall, offenkundig nervös des ganzen Spektakels und voller Aufregung wegen seines überhasteten Erscheins. Wirkt es, als würde ihm allein schon das Atmen schwerfallen. Mit einer Reibeisenstimme quält er sich zwischen den Atempausen durch die Reden. Was war das? Nee. Er hält den Spitznamen der Redegewandte. Nee, das meine ich nicht. Ich bin kein Arsch. Ich erhalte Prinz Marian setzt 75 Prestige ein. Wenn ich sage, das was zählt ist nicht eure Zunge, sondern eure Treue. Ich erhalte 6 Hofpracht, 150 Prestige, 50 Gold und Dynastie Ludolf von ihr erhält nochmal 50 Bekanntheit. So. Sehr gut. Ich bin schon bedeutend. Ist das nicht schön? So, ja. Wie lange braucht denn der noch? 5 Monate. Ja, die können wir jetzt auch noch warten. Wo ist denn hier passiert? Hofen, ein meisterhaftes Jonglieren. Oh, wie sich der Tag zieht. Immer dieselben Dinge, die sich nur noch wiederholen. Kommt in die große Halle, Lenzherr. Das müsst ihr gesehen haben, ruft dann Diener plötzlich aus. Als ich in der großen Halle ankomme, sehe ich, wie mein Hofner Floribert mitten im Raum gar meisterlich jongliert. Mit einer Holzkeule, meinem Nachttopf, einer Flasche verfeinerten Hypkoras, dem kleinen Viritsch, einem Huhn und einem Törtchen. Die gesamte Dienerschaft starrt nur ehrfürchtig, so wie ich. Das sieht man wirklich nicht alle Tage. Ja, warum soll ich denn deswegen in den Kerker sperren? Das ist ja Blödsinn. Nee. Das wäre ja echt Blödsinn. Das wäre ja wirklich Blödsinn. Beatrice Nibelungen. Arm drücken. Was? Ich hatte bereits mehrere Becher Würzwein und für gewöhnlich wäre ich nun schon recht angeheitert. Doch leider verdirbt mir die Anwesenheit von Gisela, die mir schräg gegenüber am Tisch sitzt, den Abend. Es bedarf nur der leisesten Andeutung einer Beleidigung aus ihrem Mund und schon lehnen wir uns beide über den Tisch, zeigen wir den Fingern und schreien lauthals. Oga, töte! Brüllte sie. Ihr könntet nicht einmal ein Kind im Armdrücken besiegen. Ich würde euren Arm sofort auf das Holz nageln, ohne mich auch nur anstrengen zu müssen. Beweist das Küchenjunge, Küchenjunge? Besiegt Gisela, ihr erhaltet 150 Prestige, ihr erhaltet den Spitznamen Starkarm. Prinzessin Gisela von Angria verliert 20 Meinung von mir, setzt 100 Prestige ein. 150 Prestige ein. 67% Gisela drückt euren Arm auf den Tisch, ich setze 150 Prestige ein. Gisela erhält 150 Prestige. Ja, ich bin halt tapfer, ne? Ich bin halt tapfer. Deswegen, beweist es, Küchenmädchen. Ihr besiegt Lidl. Yay! Ich habe 150 erhalten. Ihr haltet den Spitznamen Starkarm. Und ihr verliert 20 Meinung von mir. Ihr seid jetzt als Starkarm bezeichnet. König Viritsch. Virik. Starkarm. Nicht Viritsch. Virik. Ja. Oh. Genau. Horn einer Sagengestalt. Fruchtbarkeit. Spielzeug Geflügel aus Ton.
Kostet 38. Ich habe 1526. Okay, dann machen wir das. Und das auch. Sehr gut. So, wie lange braucht ihr noch? 3 Monate. Gut. Ja, ich warte eben, bis er das fertig hat. Und dann, dann holen wir uns Ditte. Jawollo. Was ist denn hier? Mein Nachbar König Walter hat einen Krieg gewonnen. Der Verlierer Prinz Isanrich von Eschenlohe. Krieg gegen die Tyrannei von König Walter II. König von Bayern. Gut. So, dann warte ich, bis er fertig ist. Aufgabe erledigt. Sehr gut. Okay. Immer noch alles in Ordnung? Ja. Dann machen wir das mal. Fünf, vier, drei, zwei, eins, ne. So, und dann gleich mal dahin. Ich könnte mal ein Dynastiemitglied rufen. Wie viel hat er denn? Wie viele Leute? 718. Ich habe aber auch Hausmitglieder. So, und dann liegt der. Dann nehmen wir mal Graf. Dann nehmen wir ihn hier. So. Natürlich werde ich mich euch diesen Krieg anschließen. Unsere Gegner werden lernen, die Männer von Venetien zu fürchten. Gezeichnet Gräfin Ulrico von Venetien. So, warte, warte, warte. Ich muss eben. Nein, falsch. So. Nein, ich würde es da hingehen. Auf die Weg! Nein, Stufe verringert. Was ist denn jetzt hier? Ratsmitglied Radegund ist verstorben. Radegund starb an Altersschwäche. 68. In der Nudelflinge Dithmarschen beeinflusst. 25 Meinung, sehr gut. Stettin wird belagert. Ja, da bin ich jetzt gerade auf dem Weg hin. Neuen Radspitzel brauchen wir. Na, die hat nur 16. Der hat 20. Aber sie ist mächtige Vasallin. Okay. Ja, ich weiß. Ist jetzt nicht super toll, aber ja. Jetzt haut er schon wieder ab. Immer haut er ab. So. Könnten schon mal lösen. Brauche ich nicht mehr. Gefangen genommen, feindliche Kombattanten, eine Bürgermeisterin. Bürgermeister Rotislav von Dahme wurde von euren Truppen gefangen genommen, als ich die Schlacht von Stargard gewann. Wieso macht er das? Alter, der geht mir so auf den Sack, der Dude, ey. So, die haben 267 verloren. Wir haben 267 Leute verloren, der hat 334 verloren. Details, Ritter, Rotislav, naja. Dann, okay, jetzt mal wieder zurück. Hier ist er gleich fertig. Ich kann aber besser da hingehen.
Halt dort, du sollst da hingehen. Mann. Echt. Haut er schon wieder ab. Was eine feige Sau, ey. Ja, ihr seid ein König, aber ihr seid außerdem ein aufgeblasenes Schwein, das seinesgleichen sucht. Das ist mein Cousin Philipp, ist das gleiche. Bla bla bla, verliere ich 28 Anspannung. So, jetzt muss ich kurz pausieren. Oh, jetzt lauf doch nicht immer weg, du feige Sau. Nein, warum ist der denn nicht schneller reingelaufen? So. Niederlage? Wieso Niederlage? Achso, meine Leute. Ah, Leute. So. Unbeschwert Anspannung Zuwachs minus 20%. Ja, das sollte ich nehmen. So. Meine Bekanntschaft Anna Berger ist verstorben in meinem Kerker. So, Forderung. Im Krieg festgesetzte Geiseln oder Kriegsteilnehmer werden freigelassen. Ich erhalte Herzogtum von Lostatia, die Grafschaft von Jutribok, Grafschaft von Lupsko, Stadt von Forst, Stadt von Dame. 110 Ruhm. Meine Verbündeten teilen 110 Prestige. Prinz Lubimir wieder ein Vasal, Graf Lech wieder ein Vasal und Graf Boislav auch. König Harum Palaben. Was jetzt? So. An den wertlosen König Virik. Eure niedere Charakter ist Kern und Thema griechischer Theaterstücke. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hätte. Um dieses Blutvergießen ein Ende zu setzen, werde ich euren Forderungen nachgeben. So sei es. So, können wir die alle auflösen. 107 Leute haben wir verloren, 331. Meine Ritter, wie haben die sich geschlagen? Ach, sind alle nicht so toll, ey. Ja, übernehmen wir das mal, ne? Kostet 500. So. Jetzt bin ich gerade ein bisschen kurz. Kurz laufen lassen. Ja, sofort hier mal hin. Ha! Guckt euch an, wie groß wir jetzt sind. Sehr gut. Ja. In der Ludolfinger ist wieder beeinflusst. 25 Meinung hat jetzt 85 von mir. Sehr gut. Interessiert. Besessenheit bei Hofe. Der Zustand von Gebhardt ist ebenso mysteriös wie beängstigend. Laut Aussage von Erzbischof Wiltred hat eine dunkle Wesenheit Besitz von seinem Körper ergriffen, die sich gelegentlich durch eine unbeherrschte Stärke manifestiert. Die Häufigkeit und Heftigkeit, mit der dieses Phänomen auftritt, verursacht jedoch zunehmende Beunruhigung unter meinen Höflingen. Er fürchtet, die böse Präsenz könnte die Macht übernehmen und Chaos und Tod unter uns verbreiten. Emma beruhigt mich mit der Aussage, dass Gerhard an sich noch nie gefährlich war. Doch meine Höflinge bestehen darauf, dass etwas getan wird. Wiltred treibt ihn in den... Oh Gott. Treibt ihn den Dämon aus. Bildung, Herausforderung gegen Gerhard von Hohenlohe. Mögliche Ergebnisse 88%. Der von Wiltred durchgeführte Exorzismus ist erfolgreich. Mit regelmäßigen Exorzismen, die das Böse in Schach halten, scheint sich der Zustand von Gebhardt zu verbessern. Eure Höflinge sind zufrieden. Ich erhalte 10 Hofpracht.
Dagegen 12% der vom Wittrat durchgeführte Exorzismus fehlgeschlagen. Der Zustand von Kepa bleibt unverändert. Ich setze 110. Die Macht dieses heiligen Gegenstands wird ihn retten. Es gibt etwas, das alle Leiden heilen soll, wenn man es sich oder anderen auflegt. Statue eines Heiligen. Ich erhalte 100 Frömmigkeit, alle eure Höflinge und Gäste gewinnen 15 Meinungen von mir und gewinnen auch 5 Meinungen von Gepard. Hammer, kennt ihr ein Kraut, das ihm helfen könnte? Die medizinische Erfahrung von Hammer verbessert den Zustand von Gepard. Ich erhalte 10 Hofpracht. Gepard von Hohenlohn erhält erfolgreiche Behandlung von Besessenheit. Dieser Charakter fühlt sich besser nach der Behandlung und andere haben weniger Angst. Gesundheit, kleiner Bonus, Anziehung, Meinung, plus 5. Und meine Höflinge gewinnen 15. Ja, ich bin religiöser Eiferer, ne? Also eigentlich muss ich das nehmen. Mach ich das auch. Ruf König Hofes und Hofstabbruch Staffel 10. Pracht. Und ich hab... Oh, was ist denn? Ich hab doch... Fell eines Fuchses. Prestige, Hofprachtbonus. Buch. Prestige. Ich unterlasse. Möbel, Schauschrank der polabischen Kultur, Frömmigkeit plus, ja, ist nicht so viel, aber. Hui! Aber schon groß. Ah, da habe ich ja schon. Noch ein Buch. Anziehungsmann plus 4. Ja, das. Was hätte hier noch? Statue des Heiligen. Ich kann das erstmal reparieren, war. Schwert von Beatrix. Soll auch repariert werden. Ja, Prestige plus Schrecken will ich nicht. Prestige plus 1, 0. Prestige plus Schrecken. Entspannungszuwachs. Meinung. Und das andere klang auch gut, was da drüber war. Verletzungswiderstand. Kappenstück plus 3. Perfekt. Gut. Ach, hier habe ich auch noch was. Oh, muss den hier noch reparieren. Alles klar. Dann würde ich sagen, Hof halten machen wir dann in der nächsten Folge. Sind ja jetzt gut weit gekommen. Was heißt weit gekommen? Aber wir haben hier unser Reich gut vergrößern können. Jetzt hat er hier nur noch ein kleines Stück hier. Und Prinz Aaron. Gut. Ja, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Aber wäre nice. Teilt das Video, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye, bye, euer Tobi.